Hallo und willkommen zurück zu Horizon Forbidden West. So, ganz wunderbare Dinge warten auf uns. Gleich hier im Gras und zwar Loot. So, hier damit 11 Metallscherben. Sind wir jetzt schon mal reicher? Was sind das für Vögel? Das sind keine hier mehr. Ich erspiele einen. Gar nicht mehr. Ist zu weit weg. Hätte ich abschießen sollen und nachträglich scannen. Erst schießen, dann die Fragen stellen. So habe ich das in der Schule gelernt. Da oben hat was geblinkt. Wo hat was geblinkt? Ah, da. Hui! Hui! Und was bringt das, dass ich jetzt hier abhängen kann? Für die Übersicht ist es gut. Das kann man ja nicht bezweifeln. So. Au, 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 au. Mein Knie. Direkt auf das Böse. So, Reinholz immer rein damit. Wir haben eh kaum Zeug, müssen wir mal nachcraften. Okay, das braucht Metallbiss und Metallscherben. Und was braucht das? Maschinenmuskeln. Na gut. Feuerpfeile, davon will ich gern mehr craften können. Na egal, wird schon irgendwie passen. Ich sollte dabei vielleicht nicht laufen. Nein, ich habe keine Sprengpaste mehr. Bin beinahe gegen die Wand geknallt. Her mit der Sprengpaste. Hast du Sprengpaste? Nee, das sind Scherben. Genau wie meine Kindheit. Das ist auch ein Haufen Scherben. Weiter zum Spiel. So. Reinholz, Hammerglob. Mehr als genug. Das nehmen wir mit. Kiste. Oh, Maschinenmuskeln waren drin und Kühlsaft. Na, damit kann man das immer noch nicht machen. Ah, vielleicht hier. Schön die Frostspringschleuder. Hier damit. Nochmal Kisti. Nochmal Muskeln. Ich würde eher sagen, das sieht aus wie eine Zwiebel, aber die haben es Muskeln genannt. Könnten auch Maschinenzwiebeln sein. Das ist nochmal so ein Aussichtsturm. Na gut, dann sind wir hier tatsächlich gleich durch. Dann was haben wir hier? Noch eine blöde Pflanze, die da klebt. Und warum hat man sich denn entschieden, da eine Brücke hinzubauen? Ich meine, sieht richtig cool aus, das wird auch der Grund sein. Aber ist doch kompliziert, man hätte den Weg ja hier irgendwie links vorbeiführen können. Naja, bei Schuld. Beschweren wir uns nicht, dafür sieht so richtig cool aus. Und wir haben ja jetzt endlich vollen Zugang zu dem Gebiet, also noch nicht vollen Zugang, weil wir in bestimmten Regionen garantiert auf die Fresse kriegen werden. Wo wollen wir denn hin? Da waren wir beim Lagerfeuer. Unbekannter Beuteunternehmer. Oh, ich mag Beute. Ich dachte, hier wäre gerade auch noch ein Logo aufgeploppt. Da können wir aber später hin. Rebellenlager. Nee, ich will erstmal zum Langhals. Und wenn der Hals so lang ist, dann wisst ihr, was bestimmt auch noch so lang ist an dem Dino. Penis. Genau das. Für alle, die... Ich will auch so einen Monster-Truck fahren. Das ist ja ein richtig krasses Auto gewesen. Das ist so eine Art Panzer gewesen. Irgendwie sowas mit Kran-Dingen hinten drauf. Keine Ahnung. Mir gefallen diese Artefakte. Erinnert mich an eine düstere Zeit zurück, wo ich nicht gelebt habe. In der Zukunft. Keine Ahnung, was ich hier gerade laber. Im Lager passiert irgendwas. Ja, was passiert denn hier? Hier ist ein Lagerfeuer. Das passiert hier. Das ist mal ein cooler Karren. Kann ich mir den umbinden? Ich brauche den Inventarplatz. Obwohl, brauche ich eigentlich nicht. Na gut, die wollen hier... Hi. Wenn das nicht die Retterin von Meridian ist. Servus. Und meiner Unternehmungen. Larenz, sag hallo. Hallo, schön dich zu... Ja, wenn sie nicht gewesen wäre, würde ich wahrscheinlich jetzt nicht hier stehen. Ja, niemand würde das ich tun. War ein Fall, auf die Knie die mit euch. Angriffen. Scheußliche Sache. Oh ja, alle schrecklich. Alle Karja und Osseram im Westen sind dankbar, dass du sie verjagt hast. Na, bis auf die und Toten. Was machst du hier draußen? Tja, offen gesagt, es gibt Schätze im Westen. Herrenloser Schrott und altes Metall. Und ja, deswegen bin ich hier. Da flackert's aber gerade. Wir kaufen dir jeden Schrott ab. Und wenn du Maschinenteile brauchst, wir haben die besten im Westen. Garantiert. Sogar und mit Slogan und allem. Mehr zu bieten haben.
Der Westen war viel zu lange, naja, verboten. Gefährlich. Aber wenn wir eine Rüstung bauen könnten, so stark und auch so sicher, ja, dass dir hier draußen wirklich nichts mehr gefährlich wäre. Ja, her damit. Die würde ich dann zu gern mal sehen. Ich würde sie nicht gern sehen, ich würde sie anprobieren. Und stehlen. Und deshalb habe ich meine talentiertesten Plünderer gebeten, genau diese Rüstung zu bauen. Und das ist der talentierteste neben dir? Jeder wird sein Werkstück vorstellen. Oh je. Die beste Rüstung geht in den Verkauf. Für Jäger wie dich. Glückspilz. Mhm. Wenn du mich jetzt entschuldigst, ich habe etwas in Kettenkratz zu erledigen. Larend kümmert sich währenddessen um dich. Ich bin so gespannt, was du mir präsentieren wirst. Es wird toll. Es wird die anderen aus der Schmiede blasen. Na, da bin ich ja in guten Händen. Du musst mir helfen. Ja, das dachte ich mir schon. Wovon redest du? Die Rüstung. Ich habe schon ein Dutzend Versionen gebaut, aber keine ist gut genug. Und es gibt andere Trupps, weiter westlich. Mhm. Wenn die eine bessere Rüstung hinkriegen, dann kann ich diese Scherben vergessen. Du kriegst dann sammel doch einfach Scherben. Die liegen überall. Einen großen. Und ich habe das perfekte Design. Ich brauche nur die Bauteile. Und das schnell. Also, vielleicht könnten wir einen Vertrag abschließen und du besorgst sie mir? Mhm. Was für Teile brauchst du denn? Für viel Geld. Panzerwandererbehälter. Ihre Panzerung ist äußerst widerstandsfähig. Das gibt hab ich noch nicht. Die Rüstung. Das weiß ich. Ich glaube, das kriege ich hin. Ah, dank der Schmiede. Hier in der Nähe ist eine Herde. Oh. Hier ist der Vertrag. Ich sage dir alles, was du wissen musst. Wie schnell hast du denn den Vertrag aufgesetzt? Meine Leute holen die Behälter. Ich sehe mir das später an. Danke. Ich kann nicht lesen, das weißt du. Das habe ich bei den Nora nie gelernt. Okay. Ich glaube, wir speichern nochmal, sonst müssen wir uns das nochmal zu Genüge tun, falls wir draufgehen. Was haben wir hier? Neue Datenpunkt. Na gut. Mensch, hier ist aber viel rot schon mal. Ich sollte erst den Vertrag lesen, bevor ich auf die Jagd gehe. Ja. Wo ist denn der Vertrag? Schock könnte viel Schaden verursachen. Ja, das ist generell für Blitze der Fall. Oh, hier sind alte Maschinen nochmal. Ganz böse, finstere Dinge. Die könnt ihr doch einfach looten. Die kämen aus dem ersten Teil. So, wie kann... Oh, Maus. Maus. Maus, komm hier. Du hast bestimmt gutes Wildfleisch. Aha, was hast du denn? Braune Ratte. Ah, du hast tatsächlich Wildfleisch. Na, das mischen wir dann mit dem leckeren Wildschweinfleisch einfach zusammen. Da können wir einen Preis bisschen drücken. So. Ja, Stolperfalle will ich gerade gar nicht. Wo sind denn hier Datenpunkte? Ist hier der Vertrag drin? Stöberer, nee, was machen wir mit Dalagard? Ist mir doch egal. Nebenquest, Frachtbrief. Über Grünglanz, genug gestöbert. Aha. Herdenhinterhalt. Ein Standardbeutevertrag. Der folgende Vertrag, ausgestellt von Kerufs Bauteile KG, Plünderer verpflichtet hiermit den Empfänger, Jägerin, zur Erbringung folgender Dienstleistung. Wieso bin ich verpflichtet? Die Jägerin wird ein Panzerwanderer von der angegebenen Maschinenherde eliminieren, um den Plünderern Zugriff auf Panzerwandererkisten zu verschaffen. Jegliche andere Beute darf die Jägerin als Lohn für die geleisteten Dienste behalten. Am markierten Weg wurden Fallen bereitgestellt, außerdem befindet sich dort ein Lager, das regelmäßig von den Menschen auf Maschinen aufgesucht wird. Die Jägerin versteht, dass die Annahme dieses Vertrags inhärente Risiken beinhaltet. Bla bla bla, aber bitte stirb nicht, ich brauche die Teile wirklich dringend. Larend, okay. Hätten wir jetzt nicht lesen müssen, das hätten wir auch so hinbekommen. Unbekanntes Rebellenlager voraus. Sind es gute Rebellen? Sind es schlechte Rebellen? Glaubt, das waren die schlechten Rebellen. Die können wir platt machen. Wildschwein. Nee. Waschbär. Komm. Naja. Irgendwie den Kopf getroffen. Hoffe ich zumindest. Oh, das zählt. Waschbärhaut hier damit.
Na, kommt ihr Rebellen, ich hau euch auf die Schnauze oder verbrüder mich mit euch. Mit Pferchen. Vielleicht hält Regala hier ihre Maschinen. Ja, ich sehe zumindest ein paar Maschinen. Ein Scan des Gebiets würde mir zeigen, was mich erwartet. Wieso? Wir sehen doch, was wir... Ich würde die Maschinen im Fokus markieren und im Auge behalten. Ja, halt mal die Phrase. Ah, gut geglitten sind wir da. Den haben wir ja letztes Mal bekommen. Bevor ich mich umsehen kann. Na, das würde ich auch sagen. Dann fangen wir mal an aufzuräumen, ohne dabei drauf zu gehen. Wie auch immer das geht, erfahren wir gleich. Hier gibt es zumindest gute... Ach, warum müssen wir hier die Maschinenwächter spielen? Wir sollten da draußen kämpfen. Oh, ihr wollt kämpfen? Regala rastet aus, wenn wir noch mehr verlieren. Das kann ich verstehen. Das war nicht unsere Schuld. Der Boden hat sich plötzlich aufgetan. Ja, ganz bestimmt. Das wird sie sicher gelten lassen. Toll, und da kann ich jetzt keinen stillen Schlag anwenden. Na gut, Schluck Feuer. Ruhe, Genossen. Seid ihr jetzt aggro? Woher wisst ihr, dass ich Aloy bin? Stufe 10 erreicht. Schön auf die Rübe. Ist eine Rübe hin? Ja, war ein Kopfschuss. Nehme ich mit. Oh, das ist ein roter Fuchs. Wo bist du, Feigling? Hier. Auf Fuchsjagd. Getroffen. So, Feuer. Wer hat mich hier erwischt? Oh. Ja, das ist alles hier Feuer. Das macht wieder Spaß. Das macht doch wieder Spaß. Geh hoch. So. Erstmal den wohlverdienten Fuchs. Nicht so viele Maschinen. Ja, die sind wahrscheinlich gerade alle auf Ausritt. Ich sehe mir mal die Höhle an. Was für eine Höhle? Ich sehe mir den Loot an. Deswegen sind wir doch eigentlich hergekommen. So, Rebellenstürmer, Rebellenhorn. Nee, das gibt's hier nicht. Oh, da liegt noch was im Gras. Nehme ich alles mit. Reinholz nehme ich auch. Wenn's hier sich schon so darbietet. Rebellensoldaten auch. So wenig Scherben im Inventar. Das war nicht die reichste. Machen ja auch nur die Drecksarbeit des. Da kann man nicht viel Bezahlung erwarten. Das sieht ein bisschen aus wie Grünglanz, aber schlechter. Hui. Ist hier die Höhle? Das sieht zumindest höhlisch aus. Was haben wir denn hier? Hier versteckt da eine Kiste. Her damit. Da war ein Schlüssel drin. Nein! Die Strömung! Coole Fischis. Okay. Tiefwasser-Brennkrautöl. Boah. Klingt erstmal nicht so lecker, aber vielleicht ist es irgendwie nützlich. Komm, Aloy. Rauf auf die Leiter. Haben wir alles? Sieht danach aus. Kisti. Da war nicht so viel drin. Da geht's wieder rüber. Ich würde sagen, hier war nicht so viel. Metallknochen brauchen wir auf jeden Fall. Oh, da geht's noch nach oben. Na also. Oh, da liegt das Lilanes. Das ist wichtiger im Moment. Hier damit. Schöne Kiste. Was haben wir denn? Explosiver Schlamm. Okay. Was machen wir denn damit? Uns damit einreiben, dass wir vor Zombies geschützt sind. Das könnte mein Weg hinüber sein. Zug, was? Zugbrücke? Ansonsten hätten wir auch klettern können. Das war eine Hälfte der Brücke. Messerscharf erkannt. Wahrscheinlich von der anderen Seite. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten.
So, Blümchen eingesammelt und runter mit dir. Vielleicht hilft mir mein Fokus, wenn ich die Brücke scanne. Warum denn? Wo die Seile an der Brücke befestigt sind, scheinen ein paar Schwachstellen zu sein. Okay. Dann willst du mir damit sagen, dass ich doch auf die andere Seite muss? Okay, das reicht anscheinend. Hätten wir gar nicht klettern müssen. Brücke fällt. So. Die Brücke ist unten. Ja, hier wäre auch ein Rad gewesen. Na gut, da ist gutes Rad teuer. Ah, schön, dass sie ein paar hilfreiche Dialoge eingebaut haben. Und was hier jetzt? Eine Sequenz getriggert. Ja, das ist ein Loch. Ein Dornrücken. Er fiel anscheinend in einen Tunnel. Ja. Die Rebellen hielten hier also Dornrücken. Die Maschinen stürzten in den Tunnel, der einbrach, als sie weiter hineinrannten. Was, wenn Alvins Sprengstoff den Krater gerissen hat? Gut möglich. Ich sollte nach Kettenkratz und Javad informieren. Ja, das wissen wir doch. Dann haben wir schon woanders rausgefunden. So, die muss man natürlich noch hochjagen. Gefahrmittelbeseitigung und all das. Ich schätze, da unten ist kein Loot mehr für mich. Da hinten auch nicht. Schade eigentlich, zumindest sehe ich nichts. Dann vertrauen wir mal dem Fokus. Obwohl, der hat sich schon ein paar Mal geirrt. Hier waren wir schon unten. Komm schon. Papa braucht Loot. Der ist so arm gerade. Ja, da wollte ich nicht hoch. Danke, Aloy. Danke, Aloy, aber wir bleiben auf dem Boden der Tatsachen. Und räumen erstmal hier die Kiste aus. Noch eine Kiste. Mit Zwiebeln, so wie das sein soll. Können wir hier einfach rüber. Sieht gut aus. Unbekanntes Himmelsgleiterareal. Ja. Wollt ihr auf die Fresse? Die Maschine ist schwach gegen Frost. Gegen Frost, ja, das. Was haben wir da unten? Rebellenstürmer nochmal. Ich dachte, ich hätte euch alle ausgeschalten, Jungs. Und Mädels. Die Rebellen scheinen außer den Maschinenfeichen auch ein Lager zu haben. Ich sehe lieber nach, was die vorhaben. Ich war doch gerade im Lager. Ich muss aufpassen. Ich hab den nicht getroffen. Was für ein Alarm. Kein Alarm. Alles gut. Die Dinger gehen ab und zu hoch. Das ist ganz normal. Ach, da ist das Lager von denen. Na gut. Da sehen wir später nach. Ich würde gern erstmal den Langhals besteigen. Und hier vielleicht ein paar Vögel runterholen. Klang eventuell ein bisschen zweideutig. Das war Absicht. Vögel, Vögel, Vögel. Komm zu Papa. Da ist nochmal ein toter Fuchs. Loot ich doch gleich. Hab mir einen Pfeil erspart. Viele alte Wracks hier. Ja, und ich bin auch ein Wrack. Gewesen sein. Die Alten haben alles gegeben, um den Pharaoh-Schwarm abzubremsen. Um ja. Dorn Zeit zu verschaffen. Hat ja soweit auch ganz okay geklappt. Was bist du? Kennen wir dich schon? Nee, Sprungschläger. Ein Känguru-Dino. Naja. So, und du bist... Dich hat man auch schon. Die Maschine stürzt sich auf mich, wenn ich nicht aufpasse. Ach was. Mensch, die machen mir Schaden. Hi. Nicht bei, anscheinend. Was ist los, Aloy? Die haben doch alles im Griff. Irgendwie. Au. Zwei von euch ist aber auch unfair. So. Einmal für mich. Und einmal für dich. Scheiße. Nochmal für dich. Scheiße. Jetzt aber keine Gnade. Bisschen Gnade.
So, jetzt keine Gnade mehr. Hab meine Meinung finalisiert. Geh hoch. Ja. Nein. Ach, ich liebe den Speerwerfer. Säure hilft gegen euch nicht, oder, Kollegen? Aber man kann mehrere Statuseffekte auf die anbinden. Ist das nicht schön? So. Dann machen wir davon noch welche nach. Davon auch. Ich glaube, der ist ein bisschen aggro hier. Au. Bist du auch? Au. Achso, du bist so ein Hüpfer. Ich kann noch. Ja, wir heilen uns gerade auch. Nicht getroffen. Also ich habe ihn nicht getroffen. Er hat mich ganz gut. Ja, weich halt aus. Boah, wie machen das Leute mit Controller? Ich treffe hier kaum mit Maus. Hey! Was hast du da denn für eine Spezialfähigkeit? Fuck, ich hab keinen. Nimm! Ja, das war gerade so gut noch. Hab keine Heilpflanzen mehr. Yay! Tod. Hier sind Heilpflanzen. Komm schon, stiller Schlag, stiller Schlag, stiller... kritischer Schlag. Ah, du warst auch noch ein Himmelsgleiter. Du sahst aber ein bisschen fieser aus als die anderen beiden. So, hier. Ja, mit den Blümchen, die mich heilen. Ah, deutlich angenehmer. Deutlich angenehmer so. Ja, ich nehme ja alles. So. Langhals ist voraus, immer noch. So. Sieht jetzt wieder deutlich besser aus. Davon machen wir welche nach, ist doch ganz klar. Die werden wir vielleicht noch ein bisschen brauchen. Was liegt da? Noch ein Fuchs? Ja. Das rote Gefrieme gefällt mir immer noch nicht. Was haben wir hier? Himmelsgleiter Klingenschweif. Zünder. Und Schrotthaufen. So viel wertvolles Zeug, das gefällt mir. Ein Lagerfeuer in 140 Metern. Ich hoffe, wir sind irgendwann immun gegen dieses rote Zeug. Ich will nicht die ganze Zeit hier röcheln müssen. Oder aufpassen, wo ich hinlaufe. Okay, hilft dagegen anscheinend auch ein bisschen. Oder ist das noch mein Himmelsgleiter? Sieht tatsächlich nicht so aus. Das ist einer dieser Känguru-Hüpfer. Oder es war einer, besser gesagt. Ja, ein Sprungschläger halt. Känguru, kennt man. Sonst noch was Wertvolles? Nee, dann gehen wir Richtung Lagerfeuer. Oh, Rebelle. Komm schon. Ah, der ist down. Ich wollte sein Säure-Ding zum Explodieren bringen. Ich glaube, da braucht man extra Säure. Wo willst du denn hin, Kollege? Ich bringe es zu Ende. Was bringst du zu Ende? Den Satz. Ah, shit. Nein! Hast du das geschafft? Na gut, dann mach ich dir ein bisschen Feuer unterm Hintern. Jetzt! Schieß, Aloy! Mist. Ach, ich treffe nicht gescheit. Komm schon. Dann eben auf die altmodische Art. Komm hier. Komm hier, ich bin aufgeladen. Na also. Halt mal's Maul da. Gib mir dein Inventar. Hey, du lebst ja noch. Das wollen wir aber nicht. Tja. Auf Nummer sicher gehen. Nicht, dass der uns irgendwann was heimzahlen will. Was haben wir hier? Unbekannte Pflanze. Bohnenstängel. Ja, damit. Und... Rebellen-Scharfschützen. Okay.
Das haben wir ja gut gelootet. Noch ein Fuchs, der darf leben. Steine. Lagerfeuer voraus. So soll das sein. Noch ein Fuchs, der sieht aber schon nicht so gut aus. Hier irgendeine Pflanze, die meine ganz verdörrt ist. Immer noch ein Signal. Ein Langhals. Wenn ich die überbrücke, bekomme ich Daten über die Umgebung. Ja, ich weiß, ich kenne mich hier aus. Ein Zieglein. Komm schon. Aha. Was bist du hier in Wirklichkeit? Dickhornschaf. Na gut. Gib Fleisch, braucht man. Und da habt ihr was? Stürmer. Okay, sah gerade ein bisschen gewaltiger aus. Aber anscheinend nur Stürmer. Ey, was sind denn das für Viecher, die scannen? Ist ja merkwürdig. Dieses Geräusch. In der Nähe muss ein Langhals sein. Wenn ich den überbrücke, bekomme ich Daten über die Umgebung. Ja, ich weiß, Eloy. Wir haben den Vorgänger gespielt. Weg von den Stürmern. Ah, da ist das Lagerfeuer. Haut ab! Verschwindet! So, hier mit euren Hörnern. Das sollte helfen. Oh, ich finde, das hat geholfen. Das können wir noch schön einsammeln. Teuer verkaufen. In die Pfanne hauen. Was auch immer. Obwohl Metall schmeckt gar nicht so gut. Irgendwie metallisch. Komm, ich will doch nur speichern. Speichern! Werde ich angegriffen? Nee. Andere werden angegriffen. Aha. Klappt also doch zu speichern. Dann rauf mal auf das Lütte-Ding. Oh, die Langhälse sehen echt genial aus. Der sieht nochmal ein bisschen cooler aus als die im ersten Teil. Denke ich mal. Bin nicht willkommen. Sieht aus wie eine Satellitenschüssel. Wenn ich da raufklettern kann, müsste ich den Langhals leicht erreichen können. Oh, probieren wir mal. Und du bist nochmal ein Himmelsstürmer? Himmelsgleiter, schwach gegen Frost. Boah. Hi, schwach gegen Frost. Ich bin Aloy. Ich hätte Pfeile nachmachen sollen. Guck mal, du hast so schöne Sachen, die explodieren. Boah. Das muss Reinklang sein. Die Heimat des Utaro-Stammes. Möglich? Verbaut auf alten Satellitenschüsseln. Ja, mit dem Zeug. Da will mich noch jemand angreifen. Was bist du denn? Ein Plünderer. Oh, kennen wir Plünderer nicht schon aus dem ersten Teil? Vielleicht nicht diese Art. Aha. Ich liebe diesen kritischen Schlag. Tja. Wenigstens sind die Langhälse freundlich. Kann man von den anderen Maschinen nicht unbedingt behaupten. So, da unten haben wir noch ein Ding. Ah, noch ein Plünderer. Gegen was bist du eigentlich schwach? Gegen Schock? Ja. Au, au, heil. Heilen. Was ist das? Ein Stromgenerator? Sag du es mir. Woher weißt du, was Strom ist? So. Noch kurz aufsammeln und dann mal schauen, was die hier haben. Einmal Energie erzeugt haben. Jetzt ist er tot. Joa, sieht so aus. Da ist aber ein Kabel. Soll ich dem nachgehen? Erstmal hielt man hier Sachen auf. Sonst hat das ja alles keinen Sinn mehr. Es muss doch ein Weg auf dieses Ding führen. Ja, alle Wege führen aufs Ding, wenn du groß genug bist. So, wir können da hoch. Wenn wir es runtergeschossen haben. Hui. Hm? Jetzt hui. Und ganz vorsichtig, nicht doppelt W drücken. Tja, ja. Passiert den besten Konsolen ab und zu. Schaffst du's? Sie hat's geschafft.
Nur erklettern kann ich nicht, aber es sieht aus, als könnte das Ding sich drehen. Oh ja, Datenpunkt. Wenn ich herausfinde, wie ich die Energie wieder anschalten kann, kann ich das Ding vielleicht bewegen und einen Weg hinauffinden. Viel Spaß dabei. Vielleicht da hinten. Den hatte ich noch nicht gescannt. Gut, die Frage wäre, wie? Aloy, wie? Sag mir doch nicht, ich soll einen Weg finden. Sag mir, welchen Weg ich finden soll. Ladeterminal. Funktionierende Stromerzeugungsanlage. Okay. Dann gehen wir mal hier runter. Wo liegt das Vieh? Ah, hier. Eine Energiezelle. Getrennt von der Hauptstromleitung. Damit müsste ich den Generator unter der Schüssel antreiben können. Direkt unter der Schüssel oder unten? Ich glaube unten. Ui. Ui. Da ist der Generator. Ja. Rein damit. Ach, ich fühle mich wie damals, als ich bei der Fernbedienung Batterien gewechselt habe. So ungefähr zumindest. Ja, ja. Auf zur Konsole. Gleich mal mit sudo anmelden. Damit wir Admin-Zugriff haben. Und dann können wir den Langhals einfach flachlegen. Das lockt bestimmt Rebellen an. Und jetzt empfangen wir irgendwelche außerirdischen Fernsehsignale. Fehler, Schlüsselausrichtung unvollständig. Motorfunktion unterdrückt. Nein, Motorfunktion. Was muss ich denn jetzt machen? Das wackelt ja alles wieder. Aloy, wir haben einfach kein Talent, hier irgendwas zu machen. Hier ist die Plage schlimmer. Wenn ich kein Gaia-Backup finde, wird es überall so sein. Ja. Ich erkenne das Problem. Die Maschinerie klemmt. Und ich bin noch nicht hoch genug, um den Langhals zu erreichen. Dann kann ich das doch einfach kaputt schießen. Kann ich vielleicht höher klettern? Ui. Schön. War das gut? Das hat echt funktioniert. Na also. Waren wir leichter als gedacht. Tja. Leiter. Loot haben wir hier unten kein mehr. Schade eigentlich. Dann nach oben. Hopp. Ja, stell die nicht so an. Jetzt müsste ich an den Langhals rankommen. Ich muss nur den richtigen Platz finden. Ich schätze mal hier. Sieht aus, als könnte ich auf den Langhals gleiten. Ich muss es nur richtig abpassen. So, wo ist denn seine Spur? Und was ist das da unten? Dickhornschaf. Wieso hat das was Lilanes? Oder hat es das gar nicht? Da vorne ist eine Siedlung. In weiteren Siedlung? Dieser Schüsseln errichtet. Ah, Siedlung gefunden. So, muss ich echt auf den gleiten? Dachte, ich könnte auch auf den klettern. Aber trotzdem sagen, dass das hier halbwegs der richtige Platz ist. Wir versuchen's. Hui. Ab nach unten. Nein, ab nach oben. Aloy! Mit den Beinen komme ich bestimmt echt hoch. Aloy! Was machst du für einen Scheiß? Wir waren doch fast oben. Na gut, machen wir nochmal. Nur diesmal machen wir es besser und warten nicht so lang. Wenn wir eh runterfallen, dann spielt es keine Rolle, wann wir runterfallen. So, einmal bitte nochmal rauf auf das Vieh klettern. Also erst auf die Satellitenschüssel, dann auf das Vieh. Komm schon, komm schon, komm schon. Bisschen mehr Arm-Muckis. Wir klettern doch die ganze Zeit. Aber sind immer noch kein Speed-Climber. Das ist ein bisschen schade. Da hätte sie sich wieder von selbst verabschiedet. Beinahe. Ich habe aber diesmal eigentlich W gedrückt gehalten.
glaube, der Steuerung hier kann man es nicht recht machen. Das ist eigentlich der höchste Punkt. Ah, das soll passen. Ich will es halt nicht zu früh machen. Ah, theoretisch müsste man doch hier auch was ausrichten können. Zumindest auf die Haltstäbe sollten wir kommen. Nein, Aloy! Mach keinen Scheiß! Sie hat Scheiß gemacht. Ich hab Scheiß gemacht. Einer von uns beiden halt. Ich bin nicht sehr gut im Langhalsbesteigen. Das muss man nochmal üben. Bestimmt, weil ich so klein bin. Wäre ich genauso groß, dann wüsste ich, wo ich rein muss, rauf muss, ran muss. So. Zumindest den Weg kennen wir jetzt in- und auswendig. Kann sie mal hier ein bisschen wirklich Unterarmtraining machen. Und Griffstärke. Das hilft beides. Das macht sie echt langsam. Macht zwar elegant, aber langsam. So, Aloy. Letzter Versuch. Dann muss ich leider cutten, bis wir es geschafft haben. Oder zum letzten Versuch. Sollt ihr wahrscheinlich eh schon. Aber ihr sollt ja auch mein Scheitern hier mitbekommen. So. Würde ich tatsächlich sagen. Nehmen wir die höchste Stelle. Das ist immer so ein Gefrickel hier. Ein Gefickel. So, jetzt können wir ihm dabei beobachten, wie er hier langsam rumstapft. Ich trinke noch einen kleinen Schluck. Hilft vielleicht beim Zielen. Ich glaube nicht, dass das beim Zielen hilft. War ja kein Alkohol. So, gleich haben wir ihn. Gleich haben wir ihn. Gleich jeden Augenblick. Na komm. Na komm. Was leuchtet eigentlich da so ominös? Sind das einfach nur Stürmer? Jetzt aber. Schon. Ja, endlich. Hat ja gedauert. Hoch mit dir. Und einmal einen Speer reinstecken. Was für ein cooles Teil. Also, Klanghälse senden Kartendaten an andere Maschinen. Und jetzt gehören sie mir. Die ganzen Maschinen gehören uns. Nee, Quatsch, die Kartendaten. Da kam Achievements hoch, warum auch immer. Das Overlay ist eigentlich geblockt. Und schaut mal, was wir jetzt sehen. Halbwegs sehen wir, was hinter diesem Nebel des Krieges liegt. Das ist ja ganz cool. Unbekannte Stürmerareal, Sprungschläger, Breitschlundareal. Was haben wir denn noch für Dinos? Himmelsgleiter. So viel andere Dinos haben wir hier gerade gar nicht. Graser, vielleicht weil sie noch nicht entdeckt sind. So, dann würde ich aber tatsächlich sagen, reicht es schon für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.